engagiert, mutig und auch ein bisschen verrückt. Es ist schon für ein größeres Netzwerk sehr jung, finde ich. Also das Wort jung kommt mir in den Kopf. Ein nachhaltiges, aktives Kuddelmuddel. Ich glaube auch aktiv, weil ich das Gefühl habe, dass Menschen bei Janun irgendwie auch die Fähigkeit bekommen, innerhalb dieses Netzwerkes sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen. Moin, ich bin Jörn, 21 Jahre alt und bin 2017 durch FreundInnen und meine FWJ-Projektarbeit zu Janun gekommen und gestalte seitdem aus Göttingen den landesweiten Vorstand mit. Hey, ich bin Nele, 21 und vor 3 Jahren durch mein freiwilliges ökologisches Jahr zu Janun gekommen. Mittlerweile bin ich im Brüter aktiv und wohne in Lüneburg. Janun steht für Jugendaktion Natur- und Umweltschutz Niedersachsen e.V. und ist ein landesweites Netzwerk an Jugendverbänden und freien Projektgruppen im Natur- und Umweltschutz in Niedersachsen und ist als solches in Deutschland sogar einmalig. Wir sind ein vielfältiges Netzwerk für junge Menschen bis 27 Jahren und bieten Strukturen, die Jugendliche vernetzen, qualifizieren und in ihrem Engagement empowern und unterstützen. Momentan sind 20 Mitglieds- und Projektgruppen bei Janun aktiv. Diese beschäftigen sich von Themen wie klassischem Naturschutz über Konsumkritik und Tierrechte bis hin zu Umweltaktivismus. An Janun gefällt mir besonders gut, dass da jede Idee auf fruchtbaren Boden fällt. Das heißt, wenn irgendeine Person mit neuen Vorstellungen, mit neuen Ideen, mit neuen Projekten ankommt, dann rennt das offene Türen ein und das ist einfach eine unglaublich produktive Atmosphäre. Wir organisieren zum Beispiel verschiedene DIY-Aktionen. Wir haben zum Beispiel Vogelfutter selber gemacht oder Kräutersalz. Kerzen haben wir gezogen, wir haben vegan gebacken. Wir machen ein Nähcafé jetzt wahrscheinlich einmal im Monat. Unsere Projektgruppe heißt Kollektiv für gelebte Utopie. Wir machen da vor allem Seminare und Workshops zu verschiedenen Themen, so sozial-ökologischer Transformation. Unsere Aufgaben sind viel, also gärtnerische Fragen, unser Bildungsauftrag, die Camps und Seminare zu organisieren, die 3 bis 4 Mal im Jahr bei uns stattfinden, wo alle möglichen Leute kommen können und mit uns einfach zusammen den Gartenarbeiten machen können. Ich habe die Silent Climate Parade in Göttingen mitorganisiert. Einmal im Jahr findet unsere Delegiertenversammlung, die DELI, statt. Als Netzwerktreffen dient uns der Koordinationsrat, genannt CORA. Der Brüter ist der Vorstand von Janun. Unsere Sitzungen sind dabei offen, sodass alle bei wichtigen Entscheidungen mitwirken können. Bei unseren monatlichen Treffen besprechen wir Aktionsideen und Projekte, aber kümmern uns auch um formale Entscheidungen wie das Personal oder die Finanzen. Aktuell hat Janun 2 Landesbüros, 1 in Hannover und 1 in Lüneburg. Die kümmern sich um Gruppenbetreuung, Koordination und Verwaltung. Viele Mitgliedsgruppen haben aber auch ihre eigenen Räumlichkeiten und Büros. So zum Beispiel das Regionalbüro Hannover, was oftmals verwechselt wird mit dem Landesbüro Hannover. Mitmachen und aktiv werden ist bei uns ganz einfach. Durch ein Praktikum oder durch ein freiwilliges ökologisches Jahr bekommst du die Chance, hinter unsere Kulissen zu schauen. In den aktiven Gruppen und im offenen Vorstand hast du die Möglichkeit, Janun kennenzulernen und mitzugestalten. Zudem hast du die Möglichkeit, ein eigenes Projekt zu starten oder sogar eine Projektgruppe zu gründen. Wir unterstützen dich dabei gerne. Bei Janun kannst du Veranstaltungen und Seminare besuchen, die JugendleiterInnenkarten machen oder mit uns gemeinsam auf Demonstrationen und Aktionen fahren. Wie zum Beispiel hier bei der Fridays for Future Demo in Hannover. Findet das Janun-Festival statt, bei dem wir ein Wochenende gemeinsam verbringen und uns mit einem thematischen Schwerpunkt beschäftigen. Sowohl zum Janun-Festival als auch zu den Silent Climate Parades bist du herzlich eingeladen und kannst diese mitgestalten. Es gibt vielfältige Möglichkeiten mitzumachen, denn unser Ziel ist es, gemeinsam